Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folge 11, Gespräche vom Balkon. Und zwar heute mit der zweiten Handball-Bundesliga der Frauen und der dritten Liga Nord der Männer. Ich begrüße Lotta Woch vom TSV Nordharreslee und Ole Czakczewski von Eintracht Hildesheim. Schön, dass ihr da seid. Moin, moin. Gerade noch frisch. Ich dachte, du wolltest auch noch mal was sagen. Ihr merkt, die Stimmung ist gut. Eintracht Hildesheim hat wichtige Punkte wieder eingefahren, ist zurück in der Spur. Wie zufrieden bist du mit der Auftaktserie in die Saison? Punktemäßig ist das, glaube ich, ziemlich gut gelaufen für uns bislang. Wir sind die Mannschaft, die am wenigsten Minuspunkte hat. Darauf kann man definitiv aufbauen. Für mich persönlich ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich noch nicht spielen konnte. Dennoch bin ich froh und glücklich, wie die Jungs das bis jetzt gelöst haben. Mal abgesehen von den beiden Spitzenspielen, die wir hatten, da wurde uns dann doch auch relativ deutlich gezeigt, woran wir vielleicht noch zu arbeiten haben. Da wollen wir gleich mal drüber reden. Vorher natürlich, auch in Folge 11, die Tradition. Wir haben ein bisschen Kakao vorbereitet. Vielleicht hilft das zur Genesung. So, ich hoffe drauf. Ich habe alles drauf gesetzt jetzt. Also. So. Und wir bräuchten eigentlich mal so ein bisschen Hintergrundmusik dafür. Du sagst Stopp, oder? Na gut, ich habe jetzt zu spät. Ja, danke. So ein bisschen Musik. Oh. Ist gar nicht, bislang gar nicht ausgelegt für drei Leute. Aber egal, guck mal, ich rühre euch das Ding sogar um. Top. Okay, das war wirklich sehr viel Kakao und wenig Milch. Aber so, das ist wie früher, so als kleines Kind, richtig viel Schoki. Hat schon immer geholfen, ne? Trinkt man das auch in Flensburg? Mhm. In Hildesheim auch. Soll nach dem Sport sogar gut sein. Ja? So, hier wird nur isotonisches Zeug absolut verabreicht. So. Muss reichen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja, wir uns, glaube ich, auch, ne? Also, glaubst du oder weißt du? Ich weiß es von mir und ich glaube es auch von Lotta. Cheers. Prost. Ja, aber tatsächlich ist es ja ein krasser Unterschied zwischen euch. Ihr seid so ein bisschen eigentlich ja Top-Favorit, auch zumindest vom Blatt Papier als Zweitliga-Absteiger. Mhm. Und bei euch, ihr seid Aufsteiger, ihr seid eigentlich Außenseiter in der zweiten Liga und habt euch aber in fast allen Spielen richtig gut verkauft. Klar kann man sich, sagt euer Trainer, schaut ihr auch nichts zu kaufen, aber erst einmal könnt ihr mithalten. Ja, das stimmt. Aber es ist halt echt noch Luft nach oben. Du müsstest das Mikro noch ein bisschen näher ranhalten. Ja, da war ist auch noch Luft nach oben. Luft das ist ja super. Das war ein Gag, oder? Ja, also absolut. Der war so schlecht, dass er schon wieder gut war. Das ist das Credo hier. Da ist man schon. Ihr habt bei Werder Bremen, wir kriegen die Kurve, gewonnen. Ja. Wie war da, was war das für ein Gefühl, den ersten Zweitligasieg einzufahren? Das war echt ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Also es war eine richtig gute Mannschaftsleistung. Deswegen war es natürlich nochmal cool, dann haben wir uns mega gefreut, wir haben auch nicht damit gerechnet. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir das eben nochmal schaffen. Wir haben leider ein wichtiges Spiel verloren, was wir hätten gewinnen müssen eigentlich, aber ja. Gegen geht dann Nidda, genau. Mit Aufsteiger? Ja, genau. Was lief da verkehrt? Alles, tatsächlich alles. Also von hinten bis vorne, Abwehr steckt, die Torhüter waren gut. Die kann man loben, die haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ja. Aber nee, das war wirklich nicht gut. Ja. Wie oft bist du bei den Spielen von Nordharreslee noch? Ja, immer wenn es möglich ist. Also das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie oft ich eben hier oben sein kann, hier im Norden. Und wenn ich dann hier bin und das zeitlich passt, gucke ich mir das sehr gerne an. Denn wir müssen sagen, Ole hat ja bis vor kurzem auch noch in Flensburg auf der Platte gestanden, beim DHK. Wie lange war das insgesamt? Richtig, ja. Das waren ganze 5 Jahre, die ich da verbracht habe und es war eine super Zeit. Und ja, also ich kann nur positiv von diesem Verein sprechen, von den Leuten sprechen und das war toll. Kommt ihr beide direkt aus Flensburg sozusagen oder wo kommt ihr ursprünglich her? Ja, ich komme ursprünglich aus Lübeck. Okay. Und bin dann zum Studium nach Flensburg gegangen. Ja, ich komme aus Flensburg, also deiner Umgebung. Ja. Rasender Reporter Ole hier unterwegs. Wir wollten uns die Rollen tauschen. Heute. Rollen tauschen? Ja, inwiefern? Wir wollten dich eigentlich interviewen. Ihr wollt mich interviewen? Ja. Nein, das wollten wir nicht. Okay, also Flensburg Studium. Ja, genau. Und Handball natürlich. Ja, genau. Und ich habe auf Lehramt studiert und das passte einfach
damals, als ich damit angefangen habe, ganz gut mit dem DHK. Über einen Bekannten von mir, der eine DHK-Vergangenheit hatte, kam das zustande und ja, hat mir immer gut gefallen, dann bin ich dabei geblieben. Wie kam dann der Wechsel zu Hildesheim? Das war einfach so ein bisschen eine Art der nächste Schritt sportlich gesehen. Das Studium hat sich dann eben dem Ende zugeneigt und ich wollte sportlich nochmal weiterkommen und dann hat sich die Möglichkeit mit Hildesheim ergeben und ja, dann habe ich mir gedacht, das wäre eine ganz gute Sache, das mache ich einfach mal und ja, so bin ich nach Hildesheim gekommen. Neulich war Mannhard Becher hier auf dem Balkon, der Trainer der Stiere, auch aus der dritten Liga. Wir haben da oben, ja, ich will es jetzt nicht Wette nennen, aber wir haben so eine kleine Prognose abgegeben. Oben meine drei Favoritenteams, also Stand September natürlich, für die dritte Liga, darunter seine. Wir haben uns beide auf jeden Fall auf Altenholz und Hildesheim einigen können. Gehst du damit? Ja, absolut. Also wenn man sich die Mannschaft von Altenholz anguckt, dann muss man ganz ehrlich zugeben, das ist also ein toller Kader, die haben richtig gute Leute dabei und sind ja auch in den vergangenen Jahren immer oben dabei gewesen, haben den Meistertitel geholt, sind letztes Jahr Zweiter geworden und deswegen ist das mit Sicherheit einfach natürlicherweise ein Favorit und Hildesheim, also wir als Absteiger können uns da auch nicht gegen wehren, ne? Also das ist sicherlich einfach, es sind zwei Namen, die muss man auf der Rechnung gehabt haben. Gab dennoch auch einiges für euch in Altenholz zu spüren? War das, also ich fand es in der deutlichen Höhe überraschend. Ja, das war knackig, ne? Das, da haben wir, wie gesagt, relativ deutlich aufgezeigt bekommen, woran es denn noch hapert, ne? Wir haben einen jungen Kader, gerade durch die Verletzungen, die wir eben haben, da sind auch einige erfahrene Leute oder erfahrenere Leute, die eben noch ausfallen, das drückt das Alter nochmal ein Stück runter und wenn dann so eine Truppe wie Altenholz mit ihrer gelben Wand da in der zweiten Welle auf uns zugerollt kommt, dann kann das schon mal beeindrucken und wenn man das so nicht kennt oder beziehungsweise da vielleicht nicht ganz so, ja ich sag mal, das, also wenn man noch nie gegen die gespielt hat, dann kann einen das mal auf dem falschen Fuß erwischen und das ist sonst definitiv passiert. Aber es gibt ja Gott sei Dank noch ein Rückspiel. Es gibt auch noch ein Rückspiel, in der Tat. Altenholz haben wir gesagt, Hildesheim und dann habe ich noch Oranienburg und er hat Rostock aufgeschrieben. Zumindest Rostock ist ja derzeit auch ganz oben zu finden. Ja, ich hätte tatsächlich Schwerin aufgeschrieben, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde, die haben eine super Truppe mit Pedersen und es ist, also wenn ich, also auf jeden Fall einer der besten Spieler der Liga, wenn nicht sogar der beste Spieler und um den herum haben die da eine Top-Truppe aufgebaut. Deswegen hat es mich das ein bisschen überrascht, dass die nicht mit erwähnt wurden, aber Rostock absolut, bin ich sehr überrascht von, das hatte ich gar nicht so erwartet. Aber freut mich für die, weil da sind ja auch viele ehemalige Flensburger bei, mal ab von der Rivalität, die man natürlich hatte mit der SG, waren das immer nette Jungs, also ich bin immer gut mit denen ausgekommen und von daher freut mich das, dass sie so erfolgreich sind. Und so langsam trägt er die Arbeit von Till Wichers Früchte. Vielleicht ist das noch das, was Schwerin auch braucht. So ein bisschen so ein Jahr noch Zeit, sagt er auch Bech. Also nächstes Jahr, vielleicht ist nächstes Jahr mit den Stieren dann zu rechnen. Also von der Mannschaft her, wenn die so zusammenbleiben, ich denke, es wird mit jedem Jahr schwieriger, Pedersen zu halten. Das muss man auch ganz deutlich sagen, weil der ist sicherlich noch nicht mal in der Nähe des Endes seiner Möglichkeiten und der wird sich immer weiterentwickeln und der wird irgendwann sicherlich nicht weiter in der dritten Liga spielen. Deswegen muss man gucken, wie man das hinkriegt. Aber wenn sie die Mannschaft so zusammenhalten können, dann ist das absolut nächstes Jahr eine der Mannschaften, mit denen man rechnen muss, glaube ich schon. Auch Torschützenkönig geworden, ja, in der, also wirklich in der Liga. Wirklich ein richtig, richtig guter Mann. Sensationell. Gebt ihr euch eigentlich Tipps so gegeneinander, so wenn ihr euch seht auf der Platte und sagt, boah, da im Rückraum, da hättest du heute das und das besser machen können oder Schatz, das lief richtig gut? Also Schatz, das Wort verwenden wir schon mal nicht. Das finden wir total scheiße. Ist ja so. Also, aber sonst schon, würde ich jetzt schon sagen. Also auch Videostudio machen wir manchmal zusammen. Okay. Oder so, wenn man mal Mannschaften, wenn ich Mannschaften besser kenne oder bei uns Mannschaften besser kennt, dann sagt er das auch mal, was der und der macht. Also ich finde, so jeder weiß ja auch, wie so ein Videostudium geht. Und auch wenn ich jetzt bei Ole Spiele zugucke und auch die Gegner angucke, dann sieht man ja auch so, okay, irgendwie, der macht immer das, wenn du mal gegen den spielst, so, mach mal das. Ich erinnere nur an Altenholz, das eine Spiel. Was war da los? Ja, da
Da hatte ich so leichte Probleme in der Abwehr und so eher mittelschwere Probleme vielleicht sogar. Und da hätte ich vielleicht mal ein bisschen besser Video gucken sollen, dann wären mir da so ein paar Sachen vielleicht nicht passiert, die mir da passiert sind. Und das hat Lotta mir dann auch relativ, ja, vorm Spiel einmal gesagt und relativ deutlich auch im Nachhinein gesagt. Das war schon witzig, ja. Aber man muss immer, natürlich reden wir darüber, aber man muss natürlich immer ein bisschen gucken, in welchem Ton man das macht und auf welche Art und Weise, weil man kriegt mega viel Input vom Trainer. Also ich weiß, dass es bei euch so ist, bei uns ist es auch so immer gewesen und dieses Jahr ja eben auch. Und dann weiß man ja selber, was man gut macht und was man schlecht macht in den meisten Fällen. Und wenn dann noch jemand da nebenher kommt und noch ein paar gute Tipps hat, dann will man das manchmal auch einfach gar nicht hören. Mhm. Und von daher ist das immer... Aber Handball ist auch schon ein Thema bei euch. Absolut, ja, ja, definitiv. Also wir gucken gerne beide Handball. Das ist auch also wirklich ein gemeinsames Hobby und das ist auch gut so. Wir sind schon zweimal in Köln gewesen zusammen bei dem Champions League Final Four. Und in Hamburg auch zweimal. Ein oder zweimal in Hamburg auch schon gewesen. Zweimal da, einmal können Sie sich dran erinnern. So ungefähr, genau. Von daher absolut, das ist definitiv ein gemeinsames Hobby und das ist, ja, das hält uns auch zusammen. Also das ist wirklich schon gut so, glaube ich. Ja, ich glaube, es wäre auch schwer, wenn es nicht so wäre. Also, weil für uns beides Handball echt ein richtig großer Teil und also das Verständnis ist ja auch einfach dadurch da. Wenn ich jetzt nicht kann, weil ich zum Training muss, dann ist es für Ole klar. Andere hätten vielleicht so ein Problem und würden sagen, wieso musst du jeden Tag zum Training? Kannst du es nicht einmal absagen für ein Konzert oder so? Das geht halt nicht. Und das ist dann, glaube ich, immer ganz gut, dass das Verständnis einfach da ist. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen von deiner Seite. Ich bin immer noch überzeugt vom Kakao, deswegen. Siehst du? Von dieser tollen Tasse. Die Leute interessiert jetzt natürlich... Es soll hier keine Klatsch- und Tratsch-Sendung werden, auf gar keinen Fall. Aber was sagt ihr statt Schatz? Die Frage gehe ich ab. Nein, es war auch ein kleiner Scherz. Aber was war zu deinem Abschied im DHK Hallenheft zu lesen? Ja, an dieser Stelle schöne Grüße an denjenigen, der dafür verantwortlich ist, das Hallenheft des DHK zusammenzustellen und die Texte zu schreiben. Es war da die Rede vom Flensburger Handballtraumpaar. Und ja, ich würde das einfach mal so stehen lassen. Es gibt ja Sachen, die lässt man unkommentiert. Das ist so eine Sache. Genau, und ansonsten waren das sehr nette Worte, die da standen. Von daher habe ich das dann auch so mit hingenommen, sagen wir es mal so. Dann ändern wir die Thematik ganz kurz, aber nochmal zu deiner DRK-Zeit zurückzukommen. Es war ein sehr schwieriges letztes Jahr sportlich für euch. Es war lange nicht klar, ob ihr die Klasse haltet. Dann noch Trainerwechsel, so rund um Ostern, glaube ich. Ja. Wie hast du diese Zeit erlebt? Ja, das war nicht einfach. Wir hatten vor der Saison ja schon Trainerwechsel. Matthias hat nach einer gefühlten Ewigkeit das Zepter weitergereicht. Und Torben hat dann frischen Wind reingebracht, aber irgendwo hat irgendwas gefehlt. So, es war, ich kann nicht genau sagen, woran es lag, aber wir sind einfach sportlich nicht erfolgreich gewesen. Und ich glaube auch im Nachhinein, dass dieser Trainerwechsel dann zur richtigen Zeit kam, weil es war ja so, dass Jens sowieso als Trainer feststand für die darauffolgende Saison. Ich glaube aber, es war der richtige Weg, dann eben schon in der Saison diesen Schritt zu machen. Einfach weil irgendwas passieren musste. Und es ist halt immer so, ist ja wie im Fußball auch, ne? Der Trainer ist ja manchmal in Anführungsstrichen die arme Sau, ne? Die dann eben da den Kopf hinhalten muss, weil du kannst einfach nicht die ganze Mannschaft austauschen. Und irgendwas musste man machen. Ja, und das hat uns, glaube ich, im Endeffekt nochmal diesen Schub gegeben, da die letzten nötigen Punkte zu holen. Aber es war schwierig und es hat auch keinen Spaß gemacht, da unten rum zu krebsen. Irgendwie, das muss man auch ganz deutlich sagen. Jetzt ist der DHK ja schon wieder da unten. Mhm. Aber jetzt hat das, glaube ich, andere Gründe. Die Mannschaft ist ganz neu zusammengestellt. Es sind viele etablierte Kräfte gegangen und auch wirklich teilweise tragende Säulen. Und das braucht einfach Zeit, weil das sind ganz junge Leute. Und wenn man mal guckt, wen sie geholt haben, dann ist da auch bis auf Johannes, der ja aber schon jetzt auch sehr lange ausfällt, niemand dabei gewesen, der überhaupt schon mal dritte Liga gespielt hat. Und das sind einfach Erfahrungswerte, die da noch ein bisschen fehlen. Und alles kann ein Trainer dann eben auch nicht wettmachen. Ich glaube aber, dass der DHK sich noch fangen wird und auf jeden Fall reelle Chancen hat, noch den Klassenerhalt zu schaffen, definitiv.
Ist ja auch noch früh in der Saison. Ihr hattet eine schwierige Zeit. Ihr hattet eine extrem erfolgreiche Zeit. Gemein habt ihr, es war auf beiden Seiten ein Happy End. Ja. Ihr habt Pokal und Meisterschaft geholt. Ja. Landespokal und die dritte Liga gerockt. Das heißt eigentlich ja gefühlstechnisch komplett das Gegenteil erlebt, oder? Ja, doch. Definitiv. Also kann man so stehen lassen, glaube ich, ne? Ja, ich habe gerne mitgefeiert. Ja? Ja, absolut. Also hat immer Spaß gemacht. Dann gab es ja auch noch irgendwie so diese Abschlussfeiern und so. Ja. Und man ist ja aus dem Feierngefühl gar nicht herausgekommen. Und also mit ein paar Mannschaftskameraden sind wir da immer gerne mit hin. Also es waren ja immer lustige Veranstaltungen. Mega cool. Absolut. Ich hätte jetzt so gedacht, du sitzt zu Hause, Videostudium und plötzlich laut da rein mit Partyhut. Aufstieg. Wir müssen noch über Trainertypen reden, denn das sind ja zwei absolute Typen. Fangen wir mal bei deinem Chef an, Shorty. Herr Luflinde hat großes Jubiläum gefeiert, ist seit Jahr und Tag eigentlich an der Seitenlinie, macht, glaube ich, auch ganz stark Videostudium mit euch. Was ist das für ein Typ? Ja, was ist Shorty für ein Typ? Ich glaube, das kann man nicht so beschreiben. Das ist einfach... Er ist super ehrgeizig, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, der würde am liebsten von der Außenlinie immer mit reinrennen ins Spiel und da auch irgendwie mit agieren. Und er ist super witzig, locker. Ich könnte jetzt 1000 Adjektive aufzählen, aber ja, also, was ist Shorty für ein Typ? Ist halt Shorty. Für Shorty passt das Adjektiv Shorty einfach nur. Shorty. Ja. Und hat ja auch sehr intensiv das letzte halbe Jahr, glaube ich, dann miterlebt sozusagen. Man hat das immer richtig gesehen, wie er mitgeht an der Seitenlinie, wie er eigentlich, wie du sagst, wie er eigentlich er selbst eigentlich mitmachen möchte, oder? Ja. Was wäre er für eine Position bei euch im Team? Er spielt ja sogar Handball. Ich glaube, Shorty ist sogar... Echt? Ja, also jetzt nicht mehr, aber er hat noch lange definitiv Handball gespielt. Ich glaube beim, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube beim Ungarhof, ich bin mir nicht sicher. Sorry, Shorty, wenn es nicht stimmt. Ich weiß nicht, was wäre Shorty? Ich glaube, er wäre schon, eher so eine Mitte, glaube ich, weil er, glaube ich... Der die Fäden zieht? Ja, ich glaube, er muss so ein bisschen was machen. Der hat das Spiel auch verstanden. Ja. Der hat das Spiel auch verstanden, also das, glaube ich, schon ein Mittelmann würde ich ihn sagen. Ja, so ein kleiner Franiers. Ja, irgendwie sowas. Ah, stimmt, mit dem hat er so ein bisschen Ähnlichkeit. Ja. Statur auch. Ja. Wie war das letzte halbe Jahr? Wir haben es gerade schon ein bisschen angedeutet. Natürlich viele feiern, aber man weiß ja auch immer gar nicht, wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt, hinter auch einem Aufstieg. Ja, also ich glaube, es ging los halt wirklich gegen Travemünde, als wir verloren hatten. Und da wurde einmal so richtig der Kopf gewaschen, so das ging nicht. Und danach haben wir echt nur noch gewonnen und auch viele souveräne Siege, muss man sagen. Und dann ging das Feiern los. Also ja, es war eine unglaubliche Rückrunde, sag ich mal. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass es die Saison war, die mir jetzt am meisten Spaß gemacht hat von all den Saisonen, die ich bis jetzt gespielt habe. Und ja, also es war einfach... Aber es war trotzdem relativ lange unklar, ob ihr den Gang in die zweite Liga antreten aber das hat es, finde ich, tatsächlich noch umso besser gemacht. Okay. Weil es ja die ganze Zeit spannend war und man musste wirklich kämpfen und immer weiter. Und jeden Sieg hat man noch mehr gefeiert, weil es war ja immer noch so spannend. Und ich würde sagen, so richtig der Auslöser war dann gegen Hennstedt, als wir da gewonnen haben. Mhm. Dann war ja noch Stade und OKT waren dann noch offen. Und als wir dann von diesen zwei Spielen mussten wir dann eben nur noch 2 Punkte holen. Und das haben wir dann in Stade auch direkt gemacht, auswärts. Ja, das ist alles gut. Ich wollte nichts sagen. Das klang so, als wenn du... Ich habe mich nur richtig hingesetzt. Nee, nee. Als wenn das falsch wäre. Ich bin ganz interessiert. Okay. Erzähl mal. und dann haben wir das letzte Spiel zu Hause nochmal gegen OKT gespielt. Ja. Und dann war dann Party. Ja. Danach. Dann nicht nur danach, aber... Ja, das... Das waren Party. Gute Partys. Also es ging im Bus schon immer gut los. Es hat echt richtig Spaß gemacht. Ich weiß, dass Shorty neulich einmal berichtet hat nach dem Sieg gegen Werder Bremen, dass da im Bus gefeiert wurde, logischerweise, erster Saisonsieg, aber... Ja, da war ich leider nicht mit im Bus. Was war da los? Weil Bremen ja nicht so weit von Hildesheim entfernt ist und ich mir die Chance nehmen lassen habe, da wieder nach Hildesheim zu fahren. Vorher aber der starke Saisonsieg. Was ist denn das für ein Unterschied jetzt in der zweiten Liga? Vom Handballerischen? Mhm. Also es ist viel schneller, definitiv. Und es wird noch mehr Videostudium betrieben und auch die Körperlichkeit. Also da sind wirklich gute Maschinen dabei. Also da haben wir noch ordentlich was aufzuholen. Also das merkt man dann schon, wenn man in der Abwehr steht und die kommen auf einen zugelaufen. Da muss man echt wirklich seinen ganzen Körper hinstellen, damit da irgendwie... auch eine Abwehr wirklich funktioniert.
plötzlich stehen Nationalspielerinnen bei euch in der Halle. Ja. Also da kommen ja wirklich große Namen. Buchholz, Rosengarten, Kurpfalz-Bären habt ihr gespielt. Mainz 05, Werder Bremen, klar, ja. Namen auch, aus, die man aus dem Fußball kennt. Aber trotzdem, da spielen ja auch starke Spielerinnen. Handball in Harresle, wie würdest du das jetzt diese Saison in ein paar Worten zusammenfassen? Ja, es ist ein Abenteuer, definitiv. Und man muss in jedes Spiel wirklich so reingehen und sagen, so, heute wollen wir den Gegner richtig ärgern. Wir sind in jedem Spiel definitiv nicht die Favoriten. Und so wollen wir das jedes Spiel auch angehen, dass wir wirklich ohne Druck da reingehen können, aber gleichzeitig halt den Gegner immer ärgern wollen. Und wenn er eine Siegchance ist, die auch versuchen, dann irgendwie umzusetzen und die zwei Punkte mitzunehmen. Ihr habt vor der Saison ganz klar gesagt, wir können nur gewinnen. Egal, ja, wie es ausgeht, auch die Saison am Ende. Wir nehmen so viel an Erfahrung mit. Aber was macht das auch vom Kopf her? Es ist doch nicht leicht, wenn man alles gewonnen hat, gefühlt die letzten Monate. Und jetzt plötzlich, klar, gegen ganz andere Mannschaften, ja, aber oftmals knapp, aber trotzdem verliert. Nee, es ist auch nicht leicht und man hat auch immer sehr mit sich selbst zu kämpfen, aber ich muss sagen, wir sind eine ziemlich gute Mannschaft, also vom Zusammenhalt her und auch ein richtig gutes Trainerteam und wir stehen uns alle wirklich auch außerhalb sehr nah und deswegen kriegen wir das eigentlich immer relativ gut hin und wir haben vorher auch mal einen Bericht gelesen und da ging es eben auch mal um eine Mannschaft, die auch in der zweiten Liga gespielt hat und auch viel verloren hatte und die haben gesagt, die sind trotzdem in jedes Spiel wieder reingegangen und wollten irgendwie versuchen zu gewinnen, die zu ärgern. Und Hauptsache in der Mannschaft ist immer alles gut. Und das haben wir uns halt auch so zum Ziel gesetzt, dass wir wirklich jedes Spiel zusammen durchstehen und zusammen kämpfen. Ich stelle mir das so extrem schwierig vor. Ihr habt ja auch die weitesten Anreisen von allen. Ihr sitzt ja mindestens 2 Stunden gefühlt länger im Bus als alle anderen, weil ihr erstmal ja komplett durch Schleswig-Holstein noch durch müsst. Ja. Wie lang fahrt ihr so im pro Fahrt? Also glücklicherweise haben wir jetzt schon, also ist unser Etat ein bisschen höher geworden und dadurch können wir es mittlerweile auch so ein bisschen wuppen, auch mal Freitag schon loszufahren und dann in Kassel haben wir jetzt zum Beispiel mal übernachtet, um dann am nächsten Tag wieder weiterzufahren, damit man nicht eine Strecke wirklich an einem Zug fahren muss, sonst müsstest du, glaube ich, schon um 12 Uhr nachts losfahren teilweise, wenn du in Stuttgart spielst und ja, wir spielen, ich weiß gar nicht, was die längste Anfahrt ist, also auf jeden Fall. Also es ist schon unter Stuttgart, glaube ich, noch. Oder um Stuttgart herum haben wir 3 Mannschaften. Wahnsinn. Ja. Die müssen auf der anderen Seite genauso viel zu euch dann fahren. Ja, das ist es halt. Ja, das ist genau das Ding. Ne? Also das haben wir uns auch in der dritten Liga letztes Jahr oder die letzten Jahre immer gesagt. Egal, wo wir hin mussten, die müssen auch alle hoch hier. Und das ist dann immer ein schönes Gefühl, ne? Dass man sowas dann irgendwann hinter sich hat und sich diese ganze Wut, die man auf so einer Fahrt aufbaut, weil es einfach nervt, da stundenlang im Bus zu sitzen, kann man sich schön fürs Rückspiel dann irgendwie aufsparen und das kann man dann alles in so ein Spiel reinlegen und da kann man dann so ein bisschen Payback. Was macht man auf so einer langen Busfahrt? Oh, ich finde, also ich mag die Bustouren tatsächlich. Ich weiß nicht warum, ich finde, man kann da immer, gerade wenn man jetzt irgendwie vom Studium oder so noch was machen muss, kannst du das machen oder wir gucken Filme, wir quatschen. Wie gesagt, also wir haben eine Mannschaft, die wirklich zusammenhält und auch wir viel auch außerhalb des Sportmachens, deswegen ist das eher so eine Fahrt mit Freunden. Das macht es eigentlich ganz angenehm. So. Wir spielen Spiele, Skat wird gespielt, die Trainer natürlich besonders. Und ja. Ja, ich bin auch so ein Freund von klassischen Kartenspielen, muss ich sagen. Also Wizard haben wir viel gespielt, Uno ist immer ganz vorne mit dabei. Ja, ab und zu auch mal einen Film gucken, klar, aber da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht unbedingt der Freund davon, das über den Gemeinschaftsfernseher, der meistens in so einem Bus hängt, zu machen, sondern dann schon eher auf dem Tablet, weil einfach die Geschmäcker so verschieden sind. Und auch von der Lautstärke her ist es immer schwierig. Entweder du machst es richtig laut, dann können sich aber keine mehr unterhalten und alle sind so ein bisschen daran gebunden. Oder das ist zu leise für die Leute, die es dann eben doch gucken wollen. Von daher, wenn Film, dann schon eher auf dem Tablet. Mhm. Aber eigentlich finde ich es immer angenehmer, mich dann mit meinen Mannschaftskameraden zu beschäftigen, als mich da irgendwie zurückzuziehen. Ist natürlich bei jedem verschieden. Ne? Es gibt auch Leute, die brauchen das irgendwie vor so einem Spiel, dass sie sich nochmal konzentrieren, dass sie dann für sich sind. Aber bei mir ist das nicht so. Wir haben über Shorty gesprochen. Kommen wir mal zu deinem Trainer jetzt in Hildesheim. Das ist ja auch eigentlich nicht nur der Typ ist, sondern auch einer, der extrem viel erlebt hat. Ja, Gerald ist im Prinzip Hildesheimer Legende, kann man schon sagen. Also der ist Eintracht Hildesheim, das ist definitiv so. Wenn man über Eintracht Hildesheim spricht, dann kommt man an ihm nicht vorbei. Also der ist in diesem Verein im Prinzip in alle möglichen Abläufe, Umfänge eingebunden und
Ja, der hat da wirklich die Fäden in der Hand und ist definitiv eine Koryphäe, also wirklich auch schon Ewigkeiten dabei und geht auch jeden Gang mit rein, genau, rauf, runter, immer, oder? Genau, also es ist wirklich, ja, man kann wirklich sagen, der steht für diesen Verein, definitiv. Was lässt er für einen Handball spielen bei euch? Die vergangenen Jahre war das wohl eher so, dass Eintracht Hildesheim einen etwas, ich sag mal, gediegeneren, langsameren Handball gespielt hat, weil wir einen Spielmacher haben, der jetzt gerade verletzt ist, der nicht unbedingt der Allerschnellste ist, aber ein extremes Spielverständnis hat, extrem gut mit dem Kreisläufer zusammenspielen kann und sehr, sehr gute Schlagwürfe hat. So, das macht so ein Spiel naturgemäß ein bisschen langsamer. Dadurch, dass der jetzt verletzt ist, musste man es aber umstellen und in diesem Jahr kommen wir viel, viel mehr über einen Tempohandball. So, und es hat eben so damit zu tun, dass wir in der Abwehr noch so ein bisschen unsere Schwierigkeiten haben und es eben doch einfacher ist, sowas auszugleichen, indem man einfach mehr Tore wirft und es fällt leichter, wenn man das Tempo hochhält, als wenn man sich jedes Mal durch einen Positionsangriff wühlen muss. Ja. Es bleibt spannend. Kurz zum Abschluss, Saisonprognose, was machen die Jungs? Steigen die auf? Ja, hoffentlich. Also würde ich auf jeden Fall Ole ziemlich gönnen. Das war sein Ziel, zweite Liga mal zu spielen. Und ja, deswegen hoffe ich es. Aber ich könnte es mir auch wirklich gut vorstellen. Also wenn die jetzt auch noch die Spiele, gerade die Rückrundenspiel von Rostock und Altenholz gewinnen, dann sieht das, glaube ich, ziemlich gut aus. Das Feld ist echt eng da oben, ne? Ja, ja, das Positive ist, dass wir die beiden Mannschaften noch zu Hause haben. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich diesen beiden Spielen gar nicht die absolute Bedeutung zu gestehen würde, weil ich glaube, dass keine Mannschaft so beständig ist, dass sie nicht irgendwo mal Punkte lässt. Und man sieht das ja jetzt, wir haben beide Spitzenspiele verloren und haben trotzdem am wenigsten Minuspunkte. Und von daher, ich glaube sogar, dass wir eine gute Chance hätten, Erster zu werden, wenn wir auch die beiden Spiele verlieren würden und dafür alle anderen gewinnen würden. Also es ist wirklich... Die Masse macht's dann. Genau. Es ist so Spiele wie jetzt in Ostsee oder sowas, die zählen einfach, die Punkte. Die muss man mitnehmen und da darf man sich nichts erlauben. Warum tun sich so viele Mannschaften abschließend gesagt so schwer auswärts? Die meisten sind ja dann zu Hause bärenstark, gewinnen alles und auswärts immer wieder am Schwächeln. Ja, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen dann, ne? Also im gewohnten Umfeld zu Hause vor den eigenen Zuschauern zu spielen, das macht das macht mehr Spaß. Das würde ich gar nicht unbedingt sagen, aber es ist einfach angenehmer, weil man unterstützt wird, weil das Umfeld gewohnt ist. Aber es zeichnet natürlich auch eine Mannschaft aus, eben diese Leistung auch auswärts abzurufen. Das ist aber nicht einfach. Und ja, deswegen, also auswärts, gerade bei den Mannschaften, die vielleicht in der Tabelle nicht ganz so weit oben stehen, das sind die Punkte, die man immer holen muss. Und da darf man sich nichts erlauben. Und wenn wir das hinbekommen, dann stehen wir, glaube ich, ganz gut da. Andere Richtung jetzt? Was machen die Mädels? Ja, die haben natürlich eine extreme Mammutaufgabe da vor sich. Die zweite Liga ist wirklich knallhart bei den Frauen, glaube ich, weiß ich. Also was ich bis jetzt gesehen habe, war das Niveau definitiv ein absoluter Klassenunterschied im Vergleich zur dritten Liga. Aber die haben Herz und die haben Biss und ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn die jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr Glück haben und ein bisschen mehr... Es wären doch eigentlich schon ein paar Punkte mehr drin gewesen, einfach mal, oder? Einfach mal so vielleicht mal in den letzten 5 Minuten nicht den Kopf verlieren und einfach jetzt mal wieder ein Spiel gewinnen, dann glaube ich, also wenn das nicht mehr so allzu lange dauert, glaube ich, dass sie das durchaus noch umbiegen können und dann auch die Klasse halten können. Aber es geht nicht von selbst. Das so gegen die, Füchse zum Beispiel? Zum Beispiel. Oder genau. Das wäre doch... Da hätten wir heim eigentlich echt einen Punkt mitnehmen können. Definitiv. Das ist genau das, was Ole angesprochen hat. Da fehlen uns einfach in diesen 5 Minuten, fehlt uns, glaube ich, einfach die Erfahrung, damit umzugehen, wenn es auf einmal doch knapp wird. Und das müssen wir jetzt lernen und irgendwie das eben aus dem Spiel mitnehmen und irgendwie im nächsten Spiel dann besser machen. Ja. Ja, definitiv. Aber wir sind auch eigentlich trotzdem noch eine junge Mannschaft. Wir haben sehr viele junge Spieler tatsächlich. Fenia und Katharina waren jetzt ja auch nicht da. Die sind jetzt erst vor dem Mainz-Spiel sind die wiedergekommen. Und ja, die müssen natürlich jetzt auch erstmal wieder reinkommen. Und dann, glaube ich, haben wir auch mit denen bessere Chancen, weil uns jetzt ja doch die Mittelleute gefehlt haben. So. Ja. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, euch beiden und euren Teams, und dass ihr verletzungsfrei größtenteils durch die Saison kommt. Wann sieht man dich wieder?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich hoffe, dass das in der Hinrunde noch klappt. Ich bin da eigentlich auch relativ zuversichtlich. Wann das genau sein wird, muss man jetzt von Woche zu Woche sehen. Was genau hast du? Ich habe mir im März dieses Jahres das Kahnbein gebrochen im Handgelenk und wurde aber leider dann erst falsch behandelt, indem das nicht erkannt wurde. Und dadurch hat sich da eine Pseudarthrose gebildet, also ist ein Spalt richtig entstanden im Gelenk und der musste mit Knochen aufgefüllt werden. So, und wenn ein Knochen bricht und man dann Schraube durchzieht, dann dauert das nicht allzu lange und dann ist der wieder heil. Aber wenn Knochen anwachsen muss und gerade in dem Bereich wächst er eben einfach schlecht, weil es nicht gut durchblutet ist, dann dauert das eben lange. Und deswegen, also das war tatsächlich eine knackige Verletzung, das hätte ich gar nicht so gedacht am Anfang. Habe ich gedacht, gut, Handgelenk, mein Gott, zwei, drei Monate. Aber ja, also Hinrunde denke ich schon noch, aber... Aber es kribbelt schon wieder. Ach, das ist ja logisch. Ne? Ich habe jetzt die ganzen Spiele immer von außen betrachtet. Wechsel den Verein konnte noch nicht helfen und das ist kribbelt, ist ganz klar. Es macht aber auch keinen Sinn zu spielen, wenn ich nicht 100% fit bin, weil da tue ich weder mir noch meiner Mannschaft einen Gefallen mit und von daher muss man es einfach auskurieren und da muss man sich auch mal zusammenreißen, so schwer mir das eben auch fällt. Dann wünsche ich dir gute Besserung. Ja, danke. Dass es gut durchblutet und zusammenwächst. Euch alles Gute für die Saison in Harrislee und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die 11. Folge Gespräche vom Balkon mit, ich weiß, ich darf es nicht sagen, aber ich sage mit dem Flensburger Handballtraumpaar. mit Lotta und mit Ole. Nein, Spaß. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Sehr gern. Vielen Dank.